Das Israel Museum ist ein erstaunlicher Ort. Es ist gerade mal 50 Jahre alt, aber gilt de facto als Nationalmuseum Israels, auch wenn es sich dabei um eine private Einrichtung handelt. Daher hat es für Israel eine große Bedeutung. In atemberaubender Umgebung sitzt es auf einem Hügel mit Blick auf Jerusalem und birgt im Inneren über 1 Million Jahre greifbare Kultur und rührt damit an Kulturen und Zivilisationen aus allen Teilen der Welt. Als wir eine kurze Geschichte der Menschheit konzipierten, ursprünglich als Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum unseres Museums im vergangenen Jahr, erkannten wir hierin die perfekte thematische Zusammenfassung unseres Hauses. Nur 14 Objekte, alle aus den Sammlungen des Museums, das älteste 1,5 Millionen Jahre alt und das jüngste aus dem 20. Jahrhundert, jeweils mit einem zeitgenössischen Kunstwerk gepaart. The idea of this exhibition goes back to my personal reading of the book. Die Idee zu dieser Ausstellung kam mir bei der Lektüre von Yuval Noah Hararis, Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ein Buch, das mich überrascht und gefesselt hat. Nicht unbedingt wegen der Erzählung, der Darstellung der Ereignisse, sondern weil es einige Fragen zu Phänomenen und kritischen Themen aufwirft, die nach wie vor Auswirkungen auf die Menschheit haben. Dieser Fokus auf die ersten Dinge ist sicherlich recht einmalig. Und der einzigartige Charakter dieser vorzeitlichen Objekte prägt die Ausstellung maßgeblich. Man spannt anhand einiger weniger Objekte einen Bogen bis in die heutige Zeit und erlebt, wie eine universale Geschichte an dem Ort ihrer Rezeption, in diesem Fall Bonn in Deutschland, Wirkung zeigen und eine tiefe Bedeutung entwickeln kann. Hier in der Bundeskunsthalle in Bonn schreiben wir die Geschichte von Hararis Buch nochmal in Form einer Ausstellung. Zum Thema Feuer zeigen wir beispielsweise die älteste Feuerstelle Eurasiens, 780.000 Jahre alt. Und demgegenüber sehen wir Jan Debets mit seiner Arbeit TV as a Fireplace, die er damals in 1969 für den Westdeutschen Rundfunk produziert hat. Und die war dann als Tagesschluss 8 Abende lang im deutschen Fernsehen zu sehen. Und zum Thema Haus zeigen wir auf der einen Seite ein 5000 Jahre altes Modell eines Hauses aus Arad, aus Südisrael. Und auf der anderen Seite eine Wohnkapsel von Absalon, der als israelischer Künstler diese Serie von Wohnkapseln als einfachste Möglichkeiten zum Leben sich geschaffen hat in den 70er, 80er Jahren. Und wir haben speziell für diese Ausstellung ein Remake davon produziert. Zum Thema Familie gibt es auf der einen Seite eine 9000 Jahre alte Schädel mit Stuck bedeckt, für kultische Zwecke angewendet damals. Auf der anderen Seite gibt es diese etwas beängstigende Arbeit fast von Charles Ray, eine vierköpfige Familie, alle gleich groß, alle ungefähr halb so groß wie wir selber sind, die sich da in all ihrer Nacktheit uns anstarren und eine Familie symbolisieren. Sehr wichtig für die Menschheitsgeschichte ist auch das Thema Schrift, das uns auch prägnant unterscheidet. Da gibt es beispielsweise die 6000 Jahre alte Tontafel aus Uruk in Mesopotamien, was Zahlen, Schriften darstellt. Das auf der einen Seite. Daneben gibt es dann eine Gutenberg-Bibel aus 1454, eine der 12 existierenden ikonischen Bibel, die auf den Gutenberg-Presse damals gemacht wurden. Wenn wir von der Gutenberg-Bibel reden, reden wir natürlich auch von Religion. Das Thema wird hervorragend dargestellt in der Figur von Mark Wollinger auf der einen Seite, demgegenüber drumherum 36 Götter und Göttinnen aus vielen unterschiedlichen Kulturen und aus einer großen Bandbreite an verschiedenen Zeiten. Mit der Arbeit von Shoni Bare öffnet sich auch ein Weg in die Zukunft.
Und da ist doch das große Fragezeichen. Auch bei Harari ist nicht ganz klar, wie die Zukunft letztendlich aussehen wird. Das ist die Frage, die im Raum steht, und die Frage wird im letzten Raum der Ausstellung dann auch nochmal gestellt. Ich finde, es ist eine wirklich außerordentliche, großartige Idee, Kunst und Geschichte gegenüberzustellen, um die Evolution unserer Spezies zu erzählen. Wie aus unbedeutenden Affen in Ostafrika die Herrscher dieses Planeten wurden.